Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Unser erster Vlog hier in Österreich nach dem Urlaub. Wir haben jetzt eine Woche lang nicht gevloggt und heute ist Sonntag und wir frühstücken mal draußen. Die gesamte Family. Schaut mal, der Papa hat hier Tomaten aus seinem Garten. Sind das alles Tomaten aus seinem Garten? Die Kleinen auch? Nee, oder? Doch, noch alles. Echt? Außer Gurken. Paprika. Wow. Schaut echt cool aus. Ich kann mich selber nicht entscheiden. Ich glaube, ich esse diesen Aufstrich, ich glaub, den ich hole gekauft habe. Ich hole ein bisschen Brünsel. Ja, dann hol Brünsel. Patti, wir haben auch so leckere Putenbrust mit Honig gekauft, wenn du das magst. Und ich habe auch noch dieses gekauft. Sieht auch lecker aus. Schinken hauchfein mit Pfeffer. Oder Käse. Käsebaron schaut auch super lecker aus. Das kriegt der Patrick. Ah, danke schön. Zum Frühstück. Ist das nicht mega süß? Was machst du? Ich kann meine Füße nicht runtertun dann. Nein, die Sophie muss ja auch genau da liegen, oder? Sophie muss genau da liegen, wo man schaukelt. Aber ich glaube, der Patrick schaukelt die Lisa mindestens schon über 15 bis 20 Minuten. Wenn die Luisa dann später zickig ist, wenn sie älter ist, kannst du dir das dann zeigen. Schau, siehst du, was ich für dich gemacht habe? Schmier mir ein Brot. Sophie, was tust du? Michel? Hier chillt der Papa mit der Sophie, mit der Lara. Na, was macht ihr zwei? Du musst fester, Lara. Ich will spielen. Du spielen und die Mama muss arbeiten. Ich tue nämlich gerade hier Videokommentare gerade durchlesen und genehmigen. Ich muss aber jetzt auch noch Videos schneiden. Die ganzen Urlaubsvlogs sind noch nicht geschnitten. Also ich habe schon zwei, sind schon online gegangen. Und schneide gerade an dem, das heute rauskommt. Und dann möchten wir heute ausmisten. Ihr wisst ja, wir haben ganz bald die Baustelle, wo wir unten ausbauen. Die zwei Kinderzimmer, da kommt ein Vorzimmer und ein Badezimmer. Also das Badezimmer kennt ihr schon, das ist unser aktueller Waschraum. Das wird da kommen, also eine Toilette steht ja schon, aber es wird natürlich noch schön gemacht. Und ja, die zwei Kinderzimmer der Kinder kommen ja da unten, also von Patrick und Michelle. Und dann müssen wir oben auch noch ein bisschen renovieren. Also Patricks Zimmer wird zu meinem Büro-Übergangsweise, bis die Luise halt so groß ist, dass sie halt in ihr eigenes Zimmer ziehen kann. Und das Zimmer von Michelle und Lara wird dann zum Zimmer von Lara und Luisa. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen streichen oder so. Die Lara wollte nämlich jetzt wieder rosa Wände haben, deswegen mal schauen. Ja, das heißt, wir haben jetzt beginnend, glaube ich, mit September, oder? Seit September oder Mitte September? September. Wahrscheinlich Anfang September geht es dann los und da müssen wir natürlich die ganzen Sachen ausmisten und der Papa kann sich von so vielen Sachen einfach nicht trennen und wir werden euch heute mitnehmen und euch das ganze Dilemma zeigen. Wir haben aber schon gut ausgemistet. Da muss ich wirklich ein Lob am Papa sagen, weil er ist ein kleiner Messi. Oder Papa? Nein, Blödsinn. Du meinst Fußballspieler, oder was? Fußballspieler, Messi. Nein, nein. Auf jeden Fall müssen wir noch so viele Sachen wegschmeißen. Und wir haben hier bei uns im Ort nächste Woche wieder diese Altsammelstelle, wo das heißt, wo man einfach so Sperrmüll und alles mögliche hinbringen kann. Das werden wir dann ausnutzen. Okay, alles gut. Papa ist schon gut in Stimmung zum Ausmisten. Ich habe jetzt mein Video geschnitten, online gestellt und bin fertig. Und jetzt geht's runter. Er ist fertig zum Wegschmeißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Ich glaube, ihr habt das noch nie so wirklich gesehen. Also, hier ist immer die Treppe zum Runtergehen. Ja, Moment. Hier haben wir auch so einige Sachen gelagert, wie zum Beispiel den Saugwischer und Kartoffeln und weiß ich nicht was alles. Hier haben wir so ein paar Essenssachen. Hier hat der Papa natürlich auch alles vollgemüllt und vollgestellt mit irgendwelchen Rahmen, Körbchen. Ja, ihr seht schon. Auf jeden Fall, so kommt man hier bei uns in den Untergeschoss. Man geht hier die Treppen runter. Hier war mal ein Garagentor. Jetzt ist hier Fenster, weil hier war mal eine Garage. Und so schaut das hier aus. Also wie ihr seht, haben wir halt überall irgendein Zeug. Zum Beispiel hier von unserem Schrank, die Regale. Dann noch hier der alte Wischding, da, wie heißt das?
Wischkorb und noch ein Korb. Eimer, Wischeimer. Dann noch ein Eimer, dann noch ein Besen. Hier unser Wasser. Ja, diverse leere Kartons, die Fahrräder, die Lampen von mir, Autoreifen, Kinderwagen, Drehfußballtisch haben wir. Ja, ihr seht, Sachen, die man halt so in einem Haushalt hat und nicht oben haben will oder im Wohnbereich, deswegen sammelt man das in einem Untergeschoss, wie in unserem Fall hier. Hier geht es dann weiter, hier schaut es dann noch wüster aus, weil hier sammeln wir schon aktuell die Sachen, die man wegschmeißen kann. Wie zum Beispiel eine alte Katzentransportbox, irgendwelche Kistchen, alte Spielsachen, alte Schultasche, die nicht mehr schön ist, Elektrogeräte, die kaputt sind, irgendwelche Rohre. Ja, so Zeug halt, ne? Die jeder hat. Wo bist du denn? Papa? Ja, Rasenmäher, ne? Das braucht man halt natürlich. Das kommt bei uns dann in den Gartenhäuschen rein. Und ja, das Badezimmer oder Waschraum schaut auf jeden Fall jetzt auch wüst aus. Momentan ist alles jetzt hier so noch schlimmer hergeschmissen wie sonst. Gehen wir mal weiter. Sachen, die man in Urlaub mitnimmt, wie zum Beispiel das Zelt oder die Luftmatratzen. Den Plastikbaum. Ah, ich sag's euch, dann gibt es ja noch so diverse alte Klamotten von den Kindern, verteilt auf mehrere Kisten. Hier, 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 hier. Das sind alles Klamotten, die ich mir noch anschauen muss. Ich werde viel entsorgen. Ich werde mich von sehr vielen Sachen trennen. Dann hier noch so Playmobil-Sachen von den Mädels und unser, ja, Bob. Und dann, wie ihr seht, halt nach Holz haben wir halt auch viel hier, weil wir haben auch eine, zeige euch gleich. Ja, also ich komme nicht rein. Hier drinnen ist ein Heizraum, da ist ein Heizkessel, wo man mit Holz heizen könnte. Ja. Alter Kinderwagen von Queenie ist noch hier, dann hat der Lara gehört. Noch ein Fahrrad von Patti, das müssen wir verkaufen, weil das ist schon zu klein für ihn. Ja, so ein paar Baumaterialien. Noch ein Kinderwagen, den ich entsorgen muss, den kann ich, der ist schon so mega alt. Ja, und so schaut es hier aus. Hier ist noch ein altes Büro, also ein alter Büroschreibtisch, der hat mal mir gehört. Die Snowboard-Tasche von Patrick, natürlich. Ne? Man hat halt so viel Zeug. Ne? Das muss man jetzt dann entscheiden, was kommt weg und was bleibt. Schatzi. Und unsere Dachbox natürlich auch. Ja, Michelles Zimmer, Badezimmer, Heizraum bleibt Heizraum, Vorraum der Kinder und hier Patricks Zimmer. Schaut ja schon richtig wohnlich aus hier. Jetzt, du fang mal an hier. Ich fange eh schon so. Du sollst nicht alles von A nach B räumen, sondern... Aber das brauchen wir, ja? Das muss ich da lassen. Und warum dort? Was ist das für ein neuer, toller ich Platz? Ich halt. Schau mal, wir müssen irgendwo einen Platz freischaufeln. Jetzt gebe ich dir die Klamotten, du gehst rauf. Okay. Oder was machst du? Vor dem Haus hier? Bei ja, vor dem Haus. Diese raufzutragen. Ja, dann vor dem Haus. Komm, nerv nicht. Ich. Wow, ein... Schau, du nimmst etwas und dann stellst du es wieder zurück. So werden wir nie fertig. Nee. Wieso ist das nicht im Auto? Weil schon 2019/6 abgelaufen ist. Wir sind weg damit. Einen Monat abgelaufen? Ach. So, jetzt stehe ich da vor den Kartons mit den Klamotten der Kinder. Das ist so Patrick. Das ist so die Mädels. Also Michelle und das Gemisch dabei. Lara und Luisa. Das fällt mir schon ehrlich gesagt sehr schwer, da was zu entsorgen. Kennt ihr das? Babyklamotten, es ist für mich immer so die härteste Probe an Klamotten. Da kann ich mich so schwer trennen. Ich glaube, ich werde einige Sachen als Erinnerung behalten und diese dann am Dachboden geben. Dann, wenn man die Babyklamotten sieht, dann denkt man sich so, oh, noch ein Baby. Das riecht auch noch ein bisschen nach Baby. Das sind auch die ganz frischen Sachen eigentlich. 1 bis 2 Monate, oh nein, oh nein, mein Herz bricht, das gehört noch der Luisa gehört, oh mein Gott. Ich glaube, das hat der Lara auch gehört, oder? Das hat auf jeden Fall der Michelle gehört und die Michelle hat es an die Lara weiter vererbt und dann hat es auch die Luisa getragen. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Das ist die Trage, die ich beim Patrick hatte, das ist so eine Trage, die man so ab, ich glaube, 3, 4 Monaten oder so verwenden darf. Voll cool eigentlich. Habe ich nur beim Patrick verwendet. Ja. Mützchen. Oh nein. Oh, wie soll ich mich denn davon trennen?
Und beim Patrick, ja, das sind noch Sachen von den Mädels. Und das ist dann so Patrick, Babyklamotten. Oh. Fertig mit den Klamotten. Also hier habe ich mir eine Erinnerungsbox gemacht und alle anderen Sachen habe ich hier entsorgt. Also das sind wirklich Sachen, die noch voll okay sind, aber halt uns nicht mehr passen. Diese Sachen behalte ich, die werde ich dann noch einlagern. Das sind Sachen, die der Michelle gehört haben, die dann an die Lara übergehen. Diese Sachen nehme ich dann jetzt alles mit drauf. Das passt der Lara nämlich aktuell von der Michelle noch. Diese Sachen auch. Und das sind Sachen, die der Lara gehört haben, die jetzt der Luisa passen werden. Beim Papa hier schaut es besser aus, aber noch nicht optimal, würde man mal sagen. Das ganze Holz. Hey, die Luisa ist mal. Luisa! Komm gleich raus. Also wie gesagt, das Holz, das behalten wir dabei noch hier drinnen. Das kommt dann eh raus alles. Ja, ja, baut. Hallo Baby, bist du wach? Ich war auf der Couch und ich habe halt was gehört. Schon stand sie vor der Tür. Also? Die Luisa spielt gleich hier mit dem ganzen Kram. Aber ich dachte, au, oh, schon gut geworden. Aber Papa, der, das, was denn? Das schaut noch nicht optimal aus. Bitte nicht. Der Papa kann nichts wegschmeißen. Ich meine, ich hatte auch Bauchweh, aber komm mit raus. Ich habe noch ein paar Klamotten, die ich dann, hast, ja, komm, geh mal raus. Dieses Zimmer haben wir noch gar nicht angerührt. Das schaffen wir heute auch gar nicht mehr. So, was findet, wie findet ihr unsere Garage? Flohmarkt? 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 Ich habe jetzt gar nicht mehr gevloggt. Wir haben noch die alten Klamotten zum Altkleider-Sammelbox-Kiste gebracht, wie auch immer. Und der Papa hat auch währenddessen, also nachher, gekocht. Schnitzel mit Reis. Und wir essen jetzt. Was ist denn, Lara? Ist denn eine Gabel auf den Boden gefallen? Was hast du gemacht jetzt? Sie hat ihre Gabel am Boden fallen lassen. Ich glaube, der Papa. Schau mal, am Boden. Oh. Hallo Baby, du isst aber sehr toll. Schau mal, Papa. Wow. Wer ist eine große Katze? Wer ist eine große Katze, hä? Nein. Nein, nicht mehr dran. Doch, er hat den auch genug. Warte, du musst es lang gerade halten. Jetzt. Ketchup, Cola reintun. Sehr brav. Das nenne ich mal scharf. Ja, meine Lieben, ich schaue richtig fertig aus. Oh mein Gott. Wir sind mit dem Essen fertig, wie ihr sehen könnt. Ich muss den Tisch noch abräumen und den Geschirrspüler einschalten. Der ist nämlich schon voll. Und ich entkalke gerade unsere Kaffeemaschine und ich wechsle dann den Aquafilter. Kennt ihr, habt ihr sicher schon mal gehört. Wenn man diesen Aquafilter nämlich drin hat, das ist von dieser Maschine, von dieser Philips-Maschine, dann muss man die Maschine nämlich nicht einmal im Monat entkalken, so wie wir das früher gemacht haben, sondern wir entkalken das jedes Mal, wenn wir dieses Ding da austauschen. Und wir haben sie zu Weihnachten uns geholt und seitdem haben wir sie nie entkalkt. Das heißt, einmal im halben Jahr läuft, oder? Kaffeemaschine ist entkalkt, der Tisch hinter mir ist abgeräumt und dann gewaschen und der Geschirrspüler rennt auch schon und ich werde mich jetzt auch nochmal vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Das Ausmisten verlief sehr gut, muss ich ganz sagen. Also muss ich zugeben. Wir haben jetzt noch so zwei Räume. Und das Große, also das Grobe, was noch drinnen ist, das können wir erst wegräumen, wenn die Gartenhütte steht. Und die Gartenhütte, die kommt dann auch Anfang September. Das heißt, ja, das muss dann einfach so pausieren und dann kann es erst losgehen. Ich bin auf jeden Fall schon etwas nervös, muss ich ehrlich sagen, aber auch sehr voller Freude. Und ich freue mich schon so auf die Baustelle. Endlich mehr Platz und die Kinder sind dann unten und dann hab ich mein eigenes Büro. Ich freue mich sehr drauf, weil die Luisa braucht jetzt kein eigenes Zimmer und die kann dann mit der Lara in ein Zimmer wohnen und ich habe dann ein Büro. Alte Sachen, die mir nicht mehr gefallen, werde ich entsorgen. Also mit entsorgen meine ich, dass ich sie in die Altkleiderbox gebe. Also ich habe jetzt gar keine Klamotten, ich schmeiße keine guten Sachen weg. Wir spenden alles, was wir wegspenden. Wir schmeißen lediglich kaputte Sachen, also T-Shirts, die schon kaputt oder so dreckig sind. Kennt ihr das vor allem bei Kindern? Da gibt es manchmal so Flecken, die gehen einfach nicht mehr raus. Die schmeiße ich dann einfach weg, ne? Ja, so viel dazu und ich sage nochmal Tschüss und danke fürs Zuschauen.